Panne auf neuer ICE-Strecke, da sind die 2 Stunden wieder futsch. Stand 9.12.2017, 12.19 Uhr Seitenanfang. Der normale Fahrgast kennt das, die Wagenreihung stimmt nicht, Wagen 14 fehlt komplett und zu spät ist der Zug auch. Wenn die Bahn aber mit viel Tamtam und Kanzlerin eine sündhafte, teure Neubaustrecke einweiht, sollte doch alles glatt laufen, sollte man zumindest meinen. Mit diesem Angebot werden wir mehr Menschen als je zuvor für die Bahn begeistern, so die Worte des stolzen Bahnchefs Richard Lutz. Aber weil es ja beliebt ist, sich über die Bahn lustig zu machen, wurden in sozialen Netzwerken schon Wetten darauf abgeschlossen, wann diese Begeisterung wohl in schlechte Laune umschlagen würde, weil es die erste Panne auf der neuen ICE-Strecke zwischen Berlin und München gibt. Und siehe da, die Bahn enttäuschte ihre Fans nicht. Schon wenige Stunden nach der feierlichen Eröffnung blieb der erste Zug liegen. Ein ICE, der in Richtung München unterwegs war, muss stehe zwischendrin mehrmals den bei Bahnkunden berüchtigten, außerplanmäßigen Halt einlegen. Auf der Hinfahrt zur Eröffnungsfeier fuhr auch Kanzlerin Merkel ein Stück im Cockpit des ICE mit. Die Rückfahrt nach München blieb ihr erspart. Sie wohnt in Berlin, Anschlussreisende. Vorausfahrender Zug. Woran lag es? Am vorausfahrenden Zug, der irgendein Einfahrtsgleis blockiert. Am Warten auf Anschlussreisende, wie sonst oft aus dem Bordlautsprecher zu hören ist. Konnte beides nicht sein, denn die Strecke ist noch nickelnagelneu, vorausfahrende Züge gibt es also praktisch nicht. Und der Zug war ein Sonderzug, in dem Anschlussreisende sowieso nichts zu suchen haben. Es war der dritte Klassiker der Bahnpannen, eine technische Störung am Zug war nach ersten Erkenntnissen der Grund, warum der ICE alles andere als pünktlich ankam. Für die PR-Strategen der Bahn in mehrerlei Hinsicht peinlich. Nicht genug, dass sich die Panne auf ihrer neuen Prestigestrecke ereignete. An Bord des Zuges befanden sich auch noch knapp 200 Ehrengäste und Journalisten, die eigens zu den Feiern zur Eröffnung der Strecke nach Berlin gereist waren. Wie sich der Zeitunterschied anfühlt, ihnen wollte die Bahn zeigen, wie toll es ist, dass man auf der Strecke statt 6 jetzt nur noch 4 Stunden für die 623 Kilometer benötigt, man also 2 Stunden spart. Und auch sie wurden nicht enttäuscht, die Hinfahrt nach Berlin klappte wie im Bilderbuch in rund 4 Stunden. Auf der Rückfahrt kam der ICE wegen der außerplanmäßigen Halte aber erst um 1.25 Uhr statt um 23.15 Uhr in München an, gut 2 Stunden zu spät. Wer Hin- und Rückfahrt gebucht hatte, konnte also am eigenen Leib erfahren, wie sich dieser Zeitunterschied anfühlt. Und sollte unter den Gästen an Bord jemand gewesen sein, der ein normales Ticket gebucht hatte,